So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. So. Verschwinden wir. Sprich mit Jackie. Direktor Garage. Gute Arbeit, die Shitshow ist vorbei. Ich klink mich aus. Okay. Wir sehen uns bald. Jo. Bis bald. Hör zu, Mano. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich hab ein Date mit Misty und. Komm schon. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Ist natürlich du mal. Du mir den Arsch wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Das wäre nett. Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich drück mal T. Waka. Okada. Ist das die? Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Och ja, der... ja. Natürlich ist sie das. Sowas doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Oh. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Oh. Auch sofort. Oh. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause. Ja, Geld ist auch nicht schön. Geld können wir auch nehmen. Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre. Gut. Ist okay. Setz dich auf den Beifahrersitz. Cooles Radio. Coole Karre. Ist ja mein Auto. Ich finde sogar die Stimmen sind ein bisschen zu leise, aber okay. Ja. Wir haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh oh. Fahrzeuge kämpfen. Waffe ziehen mit Alt, Waffe wegstecken mit zweimal Alt. Als Beifahrer kannst du dich im Fenster lehnen und. Oh, wer steht? Alt! Jetzt fahr schon, Jackie! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Ja, halt ihn mal ruhiger, Mann! Inner schon weg. Schiffte Reifen schießen? Seht das? Der hat einen Schütz, Mann! Tschüss! Ja, ja. Schon okay. Warm. Fahren wir lieber nach Hause. Ich finde fast, die Musik ist ein bisschen zu laut. Kann man die
kann man die vielleicht ein wenig runterdrehen. Die Musik finde ich jetzt ein bisschen Musiklautstärke, 100%. Ich nehme die mal so auf 45, das dürfte eigentlich auch reichen. Oh oh, Police, MBDD. Ich finde die Musik ist wirklich extrem zu, ja, übertönt. Audioradio Lautstärke. Machen wir so mal 35. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Gott sei... Hey, dann mal los. Gott sei Dank hab ich nicht gedrückt. Einen schönen Abend wünsche ich, Offizier. Gott sei Dank hab ich nicht gedrückt. Ich glaube, das hätte ich sie als Bedrängnis gesehen. Oder als Druck. Kannst du ja richtig nett sein. Sowas. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. So. Boah. Ich habe die Musik jetzt mal wirklich runtergedreht auf 30%. Die Musik hat mir ein bisschen zu sehr alles übertönt. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Grün. Raus aus dem Auto! Na los, ich hab nicht eh nicht Zeit! Guck mal, wie. Da gibt's auf dem Auto. Alter. Die Typen sind am Arsch. Was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatte keine Chance. Tja, einfach mal so weggeballert, ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Fahren, überspringen. Als Beifahrer kannst du mit F drücken, um die Fahrt zu überspringen. Will ich gar nicht. Ich will erstmal die Stadt kennenlernen hier. Was für ein Sauwetter. Aber die Stadt ist richtig cool. Wir sind gleich da. Okay. Du, jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Der nette Jackie. Das ist so mega geil. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ich bereue keine Minute, es gekauft zu haben. Bis jetzt hat es mich wirklich extrem im Bann gezogen. Süße Träume wie. Dankeschön. Grüß Misty von mir. Oh nein. Hey, luego. Jetzt fährt er komischerweise schneller, ne? Level up. Ja, zweites Level. Cool, Attributpunkte haben wir natürlich auch was bekommen. Möchte ich vielleicht gleich mal gucken. So, Aufstieg. Charakter. Attributpunkte haben wir jetzt einen. Da möchte ich gerne die Intelligenz ein bisschen. Was haben wir hier? Okay, die Kameras. Was ist das hier? Massenverwundbarkeit. Okay, den haben wir. So, okay. Unser erster strategischer Punkt.
Aufzug rufen, deaktiviert. Gehe ich jetzt nach Hause? Muss ich jetzt Treppen laufen oder was? Ach so. 70%. Alter, das ist so mega, Alter. Das ist so mega. So, mein Apartment. Guten Abend, Night City. Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Eliyahu, dem letzten Befreier. Fuck. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommt die Details. Okay. Einen Job von T-Pak. Die Aufgabe, die T-Pak... Ja, kann man schlecht... Kann man nicht so schnell lesen. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusive... Das ist mega, mega geil. Moin, Jungs. Blind oder was? Warum? Hat meine Mutter dich geschickt? Nö. Alter, was für ein geiler Arm, Junge. Fick dich. Was? Das sollte jetzt nicht diskriminierend wirken. Kann man hier machen? Einen Snack kaufen? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Steht das irgendwo? Haben wir hier irgendwo eine Übersicht, was wir für Geld haben? Hier oben, da liegt mein Aufnahmeprogramm drauf. Ist ein Traum. Kann ich gerade nicht einsehen. Das ist ja blöd. Ihr habt es bestimmt gesehen. Das blöde Tor ist kaputt zum dritten Mal. Hallöchen. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Das ist ja mein Outfit. Moin Mädels. Später, okay? Ja, okay. Ja, ist okay. Ich gehe ja schon. Trautes Heim, Glück allein. Oh, eine Winkelkatze. In den Spiegel schauen. Na, du Hübscher. Was kann ich jetzt hier machen? Nicht mal in den Spiegel schauen, lächeln? Mürrisch gucken. Mürrisch gucken. Das ist blöd. Schmollen. Ich habe mir mein Lolli gekriegt. Und jetzt bist du eigentlich versprochen. Gaffen. Oh. Stochen. Okay. Das ist auch geil mit so einem Spiegel, ne? Duschen. Dusche ausmachen. Stehe ich ja mit Klamotten drin? Der Ernst? Ich stand wirklich mit Klamotten drin. So, hier kann ich schlafen. Das kann ich hier machen. Kann ich E-Mail checken? Tatsache. Drei Nachrichten. So, Warnung. Sie wurden angegriffen. Albert Boot, Achtung, Mara entdeckt. Ja, ihr Computer wurde von drei Dämonen aktiviert. Unser System hat folgendes entdeckt. Zwei Versuche, an ihre persönlichen Daten zu gelangen. Das passiert mir dauerhaft. Auch jetzt. Versuche, ihren Neutralprozessor zu infizieren. Sofortige Gegenmaßnahmen erforderlich. Okay. Das sind mehr solche... Lotterie? Ja, mega! Medikamentenlotterie. Medikamentlotterie, was ist das? Ja, Glückwunsch, da haben wir heute eine Packung Aspirin gewonnen. Was haben wir hier? Wodka.
Wasser. Was ist das hier? Nette Musik. Hoch! Oh, nice. Lager öffnen. Okay, wir haben ja schon ein paar Waffen. Die könnten wir dann wahrscheinlich auch hier Transfer. Steht's irgendwo hingehangen? Sieht nicht so aus, ne? Geh ins Bett. Gleich. Alles nehmen. Lederstiefel. Verstärkte Basecap. Eine Shorts. Eine Jacke. Sieht aus wie eine Schussweste. Schulter. Ist eine Schulter. Okay. Aufrüsten. Was ich jetzt auch immer gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Ich muss kurz ins Inventar gucken. Wo ist mein Charakter? Wo ist mein... Okay, jetzt habe ich dieses Basecap auf, was ich gar nicht wollte. Ablegen. Genau. Zurück mit so. Die Hose ist nicht so ganz meins. Noch längere Hose. Das ist doch schon mal was anderes. Nee, dann doch lieber die helle. Jetzt habe ich einen Schuhen. Genau, das passt schon eher zu mir. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch Pistole. Gesicht. Kleidung, Gesicht. Okay, hier könnte man noch eine Gasmaske aufsetzen. Spezial. Haben wir nix. Okay. Ja. Schön eher meins. Okay, wir gehen mal ins Bett. Was haben wir hier noch? Sowas hätte ich auch gerne der. Ich ahne Böses. Gute Nacht. Ja. Hä? Wie liegt denn der im Bett? Hä? Ja, einfach mal so reingelegt. Wahrscheinlich hat sich gerade mein Betriebssystem hochgefahren. Jackie Welles ruft an. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay, ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Dir was an, ich warte unten auf dich. Okay. Ich hab mir irgendein Virus eingefangen. Regina ruft an. Regina! Hey, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Bonzen suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Don't forget, you're worth it. Richtig geile Joker-Horror, die. Waffe ziehen mit alten. Nee, das wollen wir nicht. Neue Nachricht. Nachricht lesen. Hey, Frau Regina Jones hier. Ich habe gehört, dass du in Watson Arbeit suchst. Und zufälligerweise vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal die Jobs an, die ich dir geschickt habe. Wenn du gute Arbeit magst, habe ich bestimmt noch mehr für dich. Ich melde mich weiter. Ich melde mich wieder. Okay. Schließen.
triff dich mit Jackie. Da drüben. Das ist so geil hier. Oh nein, nein, nein. 14 ist schlecht. Ist einfach nicht genug. Wenn du was willst, warte, sag es. Du meinst 14? Langsam wird's peinlich. Also das klingt schon viel besser. Ich muss das mit meinem Partner besprechen. Hä? Ist das ein Kind oder was? Weißt du, was das Schlimmste an diesem Ort ist? Die Menschen. Nein. Lecker. Ja, China-Nudeln. Gut ist auch. Oh, deftig. Gibt's auch noch ein bisschen Fastfood hier? Das ist so mega geil. Mal ein Bier. Ist sowieso alles im Arsch. Was ist im Arsch? Was ist das? Ach so. Eine Muggibude. Tag, oder? Ja. Wie geht es? Mir geht's gut. Danke. Danke nach Nachfrage. Passt. Boah, ich möchte mich dauerhaft neu hier umgucken. Das ist so mega, 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 mega geil. Hier ist eine Waffenkammer. Ein Schießstand. Wir haben eine Nachricht gekriegt. Ach du lieber Gott. V, was hältst du von einer Gelegenheit, etwas Spaß zu haben und dabei auch noch Eddies zu verdienen? Was Eddies hier sind, keine Ahnung. Um Eddies zu verdienen. Gibt bald ein großes Boxturnier. Und du hast dafür echt genug drauf. Ich schick dir die Infos und deinen Gegner wartet auf dich. Okay. Auf Boxen hier können wir uns dann später mal einlassen. Jetzt muss ich erstmal Eddie finden. Ach hier. Lass sehen. Lass mal sehen. Was ist denn hier Schönes? Was ist das? Ein Baseballschläger. Ich hätte gerne ein Messer. Hast du das gekauft? Ich hab das jetzt gekauft, ne? Was haben wir hier noch? Was ist das? Ach, das ist so... Passier. Aha. Also hier muss man sich ja echt erstmal durch... Hier muss man sich ja wirklich erstmal durch... durchfinden. Ja. Okay. Mit Waffe möchte ich jetzt nicht unbedingt hier rumlaufen. At all foods, nature comes first. From the very first stages of food production, holt ihr die Waffe bei Wilzen ab? Ach so, ich muss mal die Waffe erst abholen. Lass mal sehen. Was für eine Waffe? Was soll ich denn jetzt für eine Waffe kaufen? Die ist vorgehoben. Granaten. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? Okay. Upgraden von ikronischen Items. Du hast soeben ein ikronisches Item erhalten. Zusammen mit einem Satz Schmidmata. Keine Ahnung, was es ist. Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen, wenn du eine neue Version eines
ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgraden, erhöhen das Level und die Werte des Items, so dass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich ist. Vielen Dank. Okay. Und dann rein ins gute Stübchen. Ein Gang. Boah, das ist so mega. Das überrumpelt sich alles so übelst geil. Das ist aber, ich mag das. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biber-Virtuosen. Geht dann doch schon ganz schön weit runter. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werden. Mäusen. Das ist so mega, mega, mega. Oh. Was? NCBD-Scanner. Delikte des NBD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Okay. Aufträge Fixer kontrollieren dich, wenn du dich in einen Auftragsort näherst. Fixer, diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Nicht reden. Was? Handeln, nicht reden? Alter. Mann der Stunde. Moin. Du hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senior Victor. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Warte, gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer. Der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Wie genau sieht der Job aus? Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir. Meinetwegen. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Schwüppelisch. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddie. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den die Korporen stellen. Klar, man säuft zusammen. Aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Immer so. Mann, bin ich voll gefressen. Hab dein Auto dabei. Die war gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Fahrzeug gerufen. Mit V kannst du dein derzeit aktives Fahrzeug an deinen Standort rufen. Hä? Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist einmal. Tatsache. Fahren wir jetzt oder was? Ja, Night Rider. Komm,